Araber-Duell Hamburg-Stockholm auf der berühmten Solvalla-Bahn in der schwedischen Hauptstadt. Bei Nebel und Regen startete der Bayer Ejadon mit Hänschen Frömming im Sulky. Die schwedische Traberkönigin Frances Bullbark ist hoher Favorit. Es geht um 25.000 Kronen. In der Zielgeraden setzt Hänschen von der Boderkant zum Endspurt an. Ejadon schießt wie ein Pfeil auf das Ziel zu. In fantastischer Gangart und mit zwei Längen Vorsprung wird die schwedische Rekordstute übertrumpft. Im Gesamtergebnis jedoch hieß es 19:19 unentschieden.